Ja, guten Morgen zusammen. Ich bin wieder in Rennerod, werde heute die vierte Etappe des Westerwaldsteigs laufen und die geht heute von Rennerod bis nach Westerburg. Das sind ungefähr 16 Kilometer. Hier kann man jetzt ganz gut am Friedhof parken. Da ist es jetzt nicht so weit bis zum Weg. Also der Zuweg ist jetzt nicht mehr so weit. Und heute Nachmittag ist dann auch nicht so weit bis zur Bushaltestelle. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg. Da unten kann man noch mal Rennerod sehen. Ist noch ganz schön diesig. Ja, direkt auch das erste Schild. Also bis nach Westerburg sind es jetzt 17 Kilometer. Hier hat man jetzt noch mal einen besseren Blick auf Rennerod. Ich kann heute wieder gut mit dem Bus von Westerbork zurückfahren. Der fährt allerdings auch nicht so oft. Der fährt 14 Uhr und dann der nächste erst wieder 17 Uhr. Aber der um 14 Uhr sollte zu schaffen sein. Ich wäre ja lieber direkt nach Westerbork gefahren heute früh. Aber der erste Bus, der zurückfährt, fährt erst 11 Uhr. Und dann kann ich erst 11:30 meine Tour beginnen. Und das ist mir eindeutig zu spät, also da habe ich dann auch keine Lust mehr. Aber ich denke, so wie jetzt ist ganz gut. So die typischen Waldwege heute wieder. Hier ist der Weg jetzt schon wieder ein bisschen schöner. Hier ist der Weg wieder richtig schön. Es wird heute bestimmt auch wieder zum Teil eine matschige Angelegenheit. Jetzt geht es erstmal am Waldrand weiter. Von da vorne bin ich hergekommen aus dem Wald. Es wird noch langsam heller. Wenn ich Glück habe, kommt nachher auch noch die Sonne raus. Viele Höhenmeter gibt es heute auch nicht. Die ersten zwei Drittel der Strecke geht fast nur ganz leicht bergab. Und das letzte Drittel geht es dann noch mal ein bisschen hoch. Aber so viel wären es heute nicht. Da vorne ist ein Weiher, da werde ich auch gleich dran vorbeikommen. Da ist auch ein Campingplatz. Hier geht es gleich weiter. Wenn man sich das mal überlegt, überall wo Acker oder Wiesen sind, wo freies Feld ist, da gibt es mal keine Ecke, wo man keinen Hochsitz sieht. Da ist einer, da ist dann schon der zweite 50 Meter weiter auf der Seite sind auch direkt zwei. Bisher ist alles dabei, breite Wege, schmale Wege. Schön. So, noch knapp 13 Kilometer bis Westerburg. Ich bin gleich am Weiher und nachher kommt noch die Holzbachschlucht. Da bin ich dann auch schon mal gespannt drauf. Jetzt bin ich am Weiher. Auf
der anderen Seite ist der Campingplatz. Da unten gibt es sogar so Fässer. Das ist dann auch ideal für Wanderer. Ich weiß aber nicht, ob der das ganze Jahr geöffnet hat. Scheint doch ein Ganzjahres-Campingplatz zu sein. Auf jeden Fall für Dauercamper. Hier ist jetzt noch mal ein kleiner Weiher. Die Hundebesitzer kommen auch langsam aus ihren Löchern. Auch schön. Das da drüben müsste 6 sein. Nochmal ein Blick auf den Ort. Da bin ich jetzt aber nicht durchgegangen. Und hier geht es erstmal querfeldein weiter. Ich habe jetzt nur noch 10 Kilometer bis nach Westerbork. Ich glaube, ich muss mal etwas langsamer machen, weil ich habe noch 3,5 Stunden Zeit. Ich bin jetzt gleich an der Holzbachschlucht. Bin ich schon gespannt drauf. Und hinter der Schlucht geht es dann auch erstmal bergauf. Das hatte ich heute ja auch noch nicht so viel. Haben die schön gemacht hier. Besser als mit irgendwelchen Schotter auffüllen. So, jetzt geht es hinunter. Man nur aufpassen, dass man hier nicht runter rutscht.
Da geht es gleich runter. Ich werde jetzt aber hier erstmal eine Pause machen. Die Bank sieht ganz gut aus, vor allen Dingen auch ziemlich sauber und trocken. Weil bei dem Wetter ist alles so vermoost und nass. Aber hier geht. Ich habe aber auch diesmal meine Sitzunterlage dabei. Das ist einfach so ein großes Teil, was man an der Autoscheibe dranhängt. Habe ich ein bisschen verkleinert. Weil das wiegt irgendwie fast gar nichts. Und man kann es noch ein bisschen noch einmal aufklappen. So, weiter geht's. Von da oben bin ich hergekommen. Da oben sieht man noch den kleinen Unterstand. Auf der anderen Seite, direkt am Bach, da ist auch noch eine Sitzgelegenheit. Aber da oben war auf jeden Fall besser, weil da war alles schön trocken. Hier ist auch noch mal eine Brücke. Da muss ich aber auch nicht rüber, ich bleibe auf der Seite. Der Weg hat sich heute schon richtig gelohnt. Also war richtig schön und vor allen Dingen ruhig. Die Sicht wird auch langsam klarer. Hier geht es auch wieder querfeldein. Die Sonne versucht es langsam. Aber man hat jetzt so eine tolle Sicht. Man kann richtig weit schauen. Sieht richtig gut aus da hinten, der Himmel. Hier ist auch wieder sehr schön. Den ganzen moosbedeckten Felsen hier. So, hier geht's jetzt los. Endlich mal Schlammwege. Hoffentlich komme ich da gut durch. Nicht, dass ich da irgendwie auf allen Vieren lande. Man weiß so gar nicht richtig, wo man langlaufen soll. Am besten quer durch. Aber irgendwie findet man immer eine Ecke, die nicht so tief ist. Und da vorne scheint es ja schon aufzuhören oder besser zu werden. Da komme ich mir wieder irgendwie vor wie auf dem Natursteig Sieg. Das war der erste Wanderweg, den ich gefilmt habe. Und überhaupt die erste Tour, wo ich angefangen habe mit Filmen. Das war auch so um die Winterzeit. Und da sah das dann genauso aus.
Könnt ihr ja gerne mal reinschauen. Ich glaube, ich muss da auch mal wieder reinschauen, damit ich mal so den Vergleich habe, wie die Videos damals waren und wie die heute sind. Also knapp 2 Jahre her. Noch 4,1 Kilometer. Ich denke mal, das ist dann auch bis zum Bahnhof. Ansonsten nach meiner Uhr sind es noch 2,7 Kilometer. Bis zum Etappenende. Ich habe jetzt noch ungefähr 1,5 Kilometer bis zum Abzweig nach Westerburg. Und werde dann wohl noch nochmal 1,5 Kilometer oder 2 Kilometer bis zum Bahnhof laufen. Und dann geht es mit dem Bus zurück nach Rennerod. Von der Zeit passt das ganz gut. Ich denke, ich werde so 1:30 am Bahnhof sein. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Ja, die geht es jetzt hier weiter. Ja, hier wahrscheinlich. Die nächsten 2 Etappen wird es wieder etwas schwieriger, weil da fährt am Wochenende überhaupt nichts. Und mit Übernachtungen sieht es da auch nicht so gut aus. Da gibt es einen Campingplatz. Vielleicht hat er ja offen und vermietet auch so Fässer oder irgend sowas. Werde ich mal nachfragen. Weil ich die jetzt laufe, das weiß ich noch nicht genau. Dann kommt halt der, dann geht es halt auf dem Bremstalweg weiter. Da kann man wenigstens gut übernachten und auch mit der Bahn hin und her fahren. Hier geht es jetzt aber auch noch mal ordentlich hoch. Sieht irgendwie aus wie ein alter Brunnen. Ich bin jetzt oberhalb von Westerburg. Schöner Aussichtspunkt hier. Ja, da muss ich ja gleich noch ein gutes Stück nach unten laufen. So Leute, ich bin jetzt am Abzweig angekommen, wo es nach Westerburg geht. Ich muss jetzt ungefähr noch 1,8 Kilometer bis zum Bahnhof laufen. Und ja, ich werde mich jetzt hier bei euch verabschieden. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, da sehen wir uns hier wieder an der gleichen Stelle. Also bis bald, tschüss.